Der Hundekampf. Du bist ja unheimlich bekloppt. Und du bist total behämmert. Das sind Paul und Ralf. Sie treffen sich jeden Tag. Aber wenn sie zusammen sind, dann streiten sie. Und bald balgen sie sich sogar. Doch bis jetzt konnte keiner den anderen besiegen. Paul will einmal Olympiasieger im Ringkampf werden. Und Ralf sieht sich schon als Weltmeister im Boxen. Beide haben einen Hund. Paul eine stämmige englische Bulldogge, die heißt Wumme. Und Ralf hat einen kräftigen deutschen Boxer. Den nennt er Hammer. Wumme und Hammer geht es wie ihren Härchen. Sie können einander nicht riechen. Schon wenn sie sich nur von weitem sehen, bellen sie, reißen an den Leinen und stellen sich auf die Hinterbeine. Ralf sagt zu Paul: Siehst du nun endlich ein, dass ich der Stärkere bin? Überhaupt nicht sehe ich ein, entgegnet Paul. Denn am stärksten bin immer noch ich. Damit ist Schluss, sagt Ralf. Wir werden das auskämpfen. Du kannst ringen, ich werde boxen. Einverstanden, sagt Paul. Der Kampf soll am Sonntag auf der Wiese stattfinden, aber ich bringe Wumme mit. Hammer wird auch dabei sein. Die Hunde sollen im Vorkampf gegeneinander antreten. Paul und seine englische Bulldogge trainieren jeden Tag. Paul macht Liegestütze und Kniebeugen. Er nimmt Wumme in den Schwitzkasten. Sein Hund muss kilometerweit neben dem Rad herlaufen, obwohl er lieber in seinem Korb liegen und schnarchen würde. Inzwischen boxt Ralf gegen seinen Boxer. Beide tragen einen Kopfschutz. Ralf boxt Haken, Schwinger und linke und rechte Geraden. Und Hammer muss nach Luftballons springen, um seine Muskeln zu trainieren. Endlich ist es Sonntag. Unter den Kindern hat sich herumgesprochen, dass zwischen Paul und Ralf ein Entscheidungskampf stattfinden soll. Sie sind alle auf die Wiese gekommen. Die einen rufen: Paul, Paul! Die anderen schreien: Ralf, Ralf! Paul und Wumme haben einen Ringeranzug an. Ihm gegenüber stehen Ralf und Hammer. Ralf hat riesige Boxhandschuhe über die Fäuste gezogen. Und Hammer steckt in schwarzen Boxershorts. Ralf springt sich warm. Er ruft: Ich mache Pflaumenmus aus Paul. Paul übt den klassischen Schulterwurf. Er ruft zurück: Wenn ich mich auf Ralf werfe, ist er platt wie eine Briefmarke. Die Hunde springen wild umher. Sie beißen vor Wut in die Leinen. Ihr Rückenfell steht steif wie eine Bürste. Anfangen, schreien die Zuschauer. Paul und Ralf führen die tobenden Hunde zum Vorkampf. Sie ermahnen sie noch einmal, nach den Regeln zu kämpfen. Dann lassen sie die beiden von der Leine. Hammer und Wumme schießen aufeinander los, mit aufgerissenen Mäulern. Gleich müssen sie zusammenprallen. Aber kurz voreinander stoppen sie ihren Lauf. Leg das Großmaul aufs Kreuz, ruft Paul. Einen rechten Haken auf die Schnüffelnase, ruft Ralf. Wir wollen was sehen, schreien die Zuschauer. Aber was passiert denn da mit den beiden Kämpfern? Ralfs deutscher Boxer und Pauls englische Bulldogge stehen dicht nebeneinander. Beide haben ihr Stummelschwänzchen erhoben. Sie beschnüffeln einander ausgiebig am Hinterteil. Langsam beginnen ihre Schwänzchen zu wedeln. Schließlich wackeln sie flink hin und her. Wumme springt zur Seite. Er streckt seine Vorderpfoten, drückt den mächtigen Kopf ins Gras und reckt den Hintern in die Höhe. Hammer springt um Wumme herum. Die beiden Hunde bellen fröhlich. Sie spielen Fangen und walzen sich fröhlich. Und schließlich jagen sie einem Ball hinterher. Paul und Ralf sind erst einmal sprachlos. Jetzt haben auch sie keine Lust mehr, einander blaue Augen zu boxen. Für einen Moment wissen sie nicht, was sie tun sollen. Schließlich rennen sie ihren Hunden und dem Ball hinterher.